Das hier ist ein Privatvideo aus Japan. Heute Morgen gedreht, da kann man wirklich sehen, wie stark das Erdbeben gewesen sein muss. Die Sachen fallen aus dem Regal, das Haus wackelt und bebt regelrecht. Und irgendwann bringen sich die Menschen panikartig in Sicherheit. Sie rennen nach draußen, ins Freie, dort, wo sie glauben, dass sie sicher sind vor dem Erdbeben. Ja, privat gedrehte Videos wie diese gibt es auf YouTube jede Menge, wie hier zum Beispiel im YouTube-Kanal CitizenTube. Ja, Japan ist ja ein hochtechnisiertes Land. Praktisch jeder hat eine Videokamera zu Hause oder eine Handykamera und kann damit drehen. Und entsprechend gibt es jede Menge solcher Videos auf YouTube und auf anderen Plattformen. Aber auch offiziell gedrehte Videoaufnahmen sind zu sehen, wie hier das zum Beispiel. Da kann man sehen, wie der Tsunami, die Flutwelle, die Küste Japans erreicht und sich hier quasi ins Land drängt, mit welcher zerstörerischen Kraft die Flutwellen das Land erreichen und Häuser, Bäume und Autos mitreißen. Ja, wer sich über die aktuelle Lage in Japan und über das Erdbeben ganz generell informieren möchte, der kann natürlich auch Google befragen. Google kennt sich ja meistens ziemlich gut aus. Da gibt man den Begriff Tsunami ein und klickt hier ganz wichtig auf Echtzeit. Und dann weiß man, was gerade los ist. Dann kommen hier im Sekundentakt aktuelle Twitter-Nachrichten rein, Statusmeldungen rein. Und da weiß man wirklich, was das Internet gerade so an Informationen über den Tsunami bereithält. Hier in dieser Zeitleiste kann man sehen, dass seit 6.45 Uhr das Thema Tsunami im Internet eine große Rolle spielt. Warum? Ganz klar, weil sich die Menschen informieren wollen. Und japanische Nachrichtendienste, Zeitungen und auch Nachrichtensender bieten sogar englischsprachige Informationen an, hier als Twitter-Kanal, damit die Welt Bescheid weiß, was in Japan gerade so los ist. Ja, das Internet bewährt sich mal wieder als verlässliche Informationsquelle in solchen Katastrophensituationen. Man kann sich zum Beispiel aber auch informieren, was ein Tsunami eigentlich ist. Das Online-Lexikon Wikipedia erklärt zum Beispiel sehr ausführlich, wie Tsunamis entstehen und wie sie funktionieren. Auch dass der Begriff Tsunami aus dem Japanischen bekommt und Hafenwelle bedeutet. Aber man kann auch nachgucken, wie funktioniert so ein Tsunami? Wie breitet er sich aus? Wellenförmig nämlich. Und darüber hinaus kann man auch erfahren, wie schnell sich eigentlich ein Tsunami ausbreitet. Das kann man in so einer Grafik hier sehen, dass es einige Stunden dauern kann, bis so eine Flutwelle andere Küsten erreicht. Und im konkreten Fall bedeutet das, dass der Tsunami aus Japan in mehreren Stunden, das kann man in so einer Animation wie hier sehen, in mehreren Stunden dann irgendwann auch mal auf die Westküste der USA trifft. Ja, im Internet kann man sich gut und seriös informieren. Wo ganz genau, das erfahren Sie auf unserer AKS-Homepage. Wie immer unter www.aktuellestunde.de. Ein Podcast von WDR.de. Unter der Internetadresse podcast.wdr.de gibt es die vollständige Podcast-Liste und die Nutzungsbedingungen.